Modellflugzeug, ne? Was war der? Ja, Modellflugzeug fliegen. Ah ja, stimmt. Ja, ja. Hast du von dem eigentlich schon mal was gehört? Ich höre von dem gar nichts. Nee, nee, immer nur Arbeit, Arbeit, immer nur Arbeit, Arbeit, ja, ja. Arbeit, Arbeit. Ich google gleich mal euer Hotel und dann checken wir mal, wie weit das weg ist. Ja, Tiroler Wurm heißt das. Ja. Tiroler Wurm, ja. Perfekt. Tiroler Wurm, ja. Ja, Wurm, bis später. Bis später. Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind, wie ihr vielleicht schon gesehen habt, in Saalbach und das Wetter ist grandios. Endlich mal wieder im Regen fahren. Ich bin richtig lange nicht im Regen gefahren und freue mich einfach extrem darauf heute. Außerdem, nach langer Zeit war wieder das Norco mit dabei und heute ist so das Ziel. In Saalbach sind ja einige Strecken irgendwie neu gekommen und die kenne ich alle noch nicht und deswegen möchte ich die gerne alle mal fahren und auch vor allem die Änderungen, wie zum Beispiel auf der Z-Line und so. Wir müssen ein bisschen gucken, wie gut das alles machbar ist mit den Wassermassen, die vom Himmel kommen, aber total egal, wir machen uns jetzt gleich fertig und dann geht's aufs Rad. Es ist wahrscheinlich richtiges Dirtsuit-Wetter, deswegen habe ich jetzt gerade hier im Seesack mein Dirtsuit geholt. Den muss ich jetzt noch zusammenbauen, weil ich muss noch gucken, ob ich mit Ärmel oder ohne fahre. Aber für so ein Wetter und wirklich 12, 13 Grad ist das, glaube ich, eine richtig gute Sache, mit Dirtsuit zu fahren. Weil man einfach nicht so krass auskühlt und einfach länger was vom Fahren hat. Ah, es hat aufgehört zu regnen, Freunde. Sieht ganz gut aus da draußen. Und hier ist mein Outfit of the Day. Natürlich wieder weiß und schwarze Socken gegen Rassismus, klar. Und Dirtsuit ist angesagt. Hier ist Base-Tee von Dirtly drunter. Das ist super, wenn es warm halten soll und trotzdem jetzt nicht, wenn du nicht so mega krass fett eingepackt sein möchtest. Und oben am Berg soll es heute tatsächlich ja nur 5 Grad sein. Schneefallgrenze fällt für die nächsten Tage unter 1000 Meter. Oder das Bikefestival in Willing ist gecancelt, habe ich gerade eben. In Willing. Das Bikefestival in Leogang ist gecancelt wegen Schnee. Einfach krank. Ja, aber hier kommt jetzt gleich mal Protektor drunter. Ist so schön warm. Und es hat gerade aufgehört zu regnen. Wir gehen jetzt los und gucken mal, wie viele Strecken wir tatsächlich heute schaffen, bevor wir komplett im Eimer sind oder durchnässt. Aber durchnässt sollte eigentlich dank des Dirtsuits nicht so das Problem sein. Ich fahre das immer gerne, auch wenn es kalt ist, mit kurzen Hosen und ziehe dann eine Leggings drunter oder so, weil ich einfach diese Bewegungsfreiheit von kurzen Hosen mega gerne mag. Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr lieber kurze oder lange Hosen fahrt. Ich fahre immer lieber kurze Hosen. Oh Leute, die Michi, voll motiviert. Leute, ich glaube, ich bin echt einfach zu warm angezogen jetzt. Kommt die Sonne raus, Alter. Ist ja nicht normal. Marvin! Was ist los? Guck mal, wen ich hab hier. Hatte gutes Wetter da unten in Ahrweiler, wa? Ahrweiler, schönes Wetter. Ja, die Lampe hast du doch montiert. Ja, wir haben gestern schon gesagt, dass du einfach fehlst, Junge. Das wäre es einfach gewesen. Wir drei morgen in Leogang. Ich würde einfach sagen, pack deine Sachen und fahr los. Der Marvin hat viel Platz im Zimmer. Der kommt dann, kannst bei dem unterkommen. Schauen wir mal, was wird. Freunde, erste Runde Panorama-Trail. Ich habe neue Bremsscheiben drauf. Und ich frage mich gerade, ob man die einbremsen muss. Der Marvin geht schon brutal ab wieder. Jawohl. Aua, aua, aua.
Oh! Warp! Ja, vor der kannst du schon lang gehen. Kannst dann vorbeischieben. Hier vor. Rechts einfach vorbei. Wenn die losrennt. Die rennt nicht los. Soll ich vorbeigehen? Sollen wir einfach fahren? Boah, da unten ist gut Wind, ey. Wir rollen runter zum Schattberg-Sprinter. Sprünge muss man jetzt mal gucken, wie die Windhosen sind schon krass. Am Dingsen. Wow. Alter, Alter. Alter, sind hier Bremswellen drin. Boah, was ist denn hier los? Ich hab den Sprung gar nicht gesehen einfach. Ja, hier den auch nicht, richtig. Zu spät einfach, krass. Ja, hier unten ist jetzt schon weniger Wind. Aber Junge, was ist denn mit den Bremswellen hier los? Ja, ja, richtig. Wir müssen runter zu dem anderen Lift. Was ist? Hier bin ich schon gewandert. Ja, da gibt es so einen Wanderweg lang. So, weiter geht's. Hier unten ist jetzt zumindest der Wind schon mal weg. Aber desto weiter man ins Tal kommt. Ah, das ist ein Hocko, Junge. Einfach geil, das Rad. Ah, ich hätte schon Bock, die X-Line auch mehr anzugucken. Weiß ich nicht, ob das sein muss. Ende der Saison, aber ich hätte extrem Bock. So, jetzt fahren wir hier mit hoch, Hackeberg. Jawohl. Dafür sind wir extra ganz hoch gefahren jetzt. Ja, Wolfi, extra für euch. Viel Spaß. Dankeschön. Was im Nebel? Irgendwo, wo ich anhalten kann, halte ich da mal an. Ne? Ja, da ist ein rotes Dreieck auf der rechten Seite. Ist eigentlich nicht zu übersehen, außer die Sicht wird noch schlimmer. Oh, habe ich den Helm zugemacht? Ja. Boah, hier ist auch gut, matschig. In den Nebel rein. Merkt halt schon. Guck mal, der Nebel ist weg. Alter, das ist aber krass ausgewaschen hier. Übel. Pedaliert dann am Ende. Ich war fast zu langsam. Digga, und ansonsten habe ich einfach übelst abgezogen. Hä? War doch Ollum. Hat's angehört. Ah, jetzt hat's gedreht. Perfekt, ey. Sollen wir das Werkzeug mitnehmen? Ja, ich finde das eigentlich ganz gut. Ja, das. Also das ist hier der sogenannte 12er Kogel. Und
Das ist eine sehr schöne Bergbahn auch. Und die Z-Line hat sehr viel neu gemacht. Und ja, da fährt man auch nicht so hoch. Also man fährt nur bis Mittelstation, da startet die Line. Ach so. Ja, aber dafür kann man die Line auch gut mehrfach fahren. Was um die ist denn gut ganz oben? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich glaube wandern oder so. Oh. Na dann. Nee. Ja, so. So, wir starten auf den neuen Abschnitt Z-Line, den Pre-Ride, ne? Pre-Ride, Re-Ride, Free-Ride. Einfach mal abchecken, was jetzt hier so abgeht, was sie alles neu gemacht haben. Step-Down, kleiner Sprung, hier auch Step-Down-mäßig. Oh, und nicht. Okay. Ah, okay. Okay, was geht hier? Ja. Muss man gut rollen lassen. Step up. Boah, da muss man aber richtig rollen lassen. So ein Rechts-Links-Hip. Oh! Scheiße. Das wusste ich nicht. Jetzt sperr mal den Sprung. Bis in die Wand rein, ne? Der Kopf dagegen ist ja. Ich dachte mir schon, Alter, du springst hier alle Sachen blind rein. Alter, dem wollte ich eigentlich gar nicht springen. So, wir machen jetzt einen ganz, ganz gechillten. Ich sag auch noch, Freeride, Re-Ride, Freeride. Ey, der ist aber super geil. Geshaped alles. Was ist das hier? Ah, da kann man runter step down. Ich weiß auch nicht genau, was ah, das hier, da kann man Hip Jump reinmachen. Auch crazy. Mal ein bisschen langsamer, das wird jetzt hier techy. Aber, also. Die Z-Line ist ja so eine Line, wo ich halt geil finde, dass die so alles hat. Alter, was haben die alles hier hingebaut? Crazy! Was hier? Steindrop. Okay. Hier müssen wir auf jeden Fall morgen nochmal wiederkommen. Miese Querwurzel. Step down. Noch ein Step down. Den kann man dann doublen. Boah, ey. Die musste aber echt ein paar mal fahren. Geile Kurven. Ah, das ist, glaube ich, oh, noch das alte Stück. Ja, du hattest eine doofe Linie, glaube ich. Nicht bremsen, einfach rollen lassen, wenn das ist. Ich habe ein bisschen Sorgen um Marv. Ich hoffe, dem geht's gut. Hier in North Shore liebt die Michi. Das Ding ist, das hier, das war alles schon. Das sieht alles nur komplett anders aus, weil die Bäume weg sind. Das ist echt crazy. Die haben die echt viel abgeholzt. Das neue Stück oben, aber auch auf jeden Fall mega interessant. Auch mega schön gemacht, finde ich. Gefällt mir gut. Ja, ich bin zu langsam wieder.
Marvin soll da vorne mal Pause machen. Bisschen chillen. Oh, das ist euch auch neu. Ich vorher so Steingaps. Oh. Und geht's? Ja. Sehr gut. Also ich merke meinen Arm definitiv. Aber jetzt habe ich natürlich Angst, weil man sieht ja nichts ein. Ne? Jetzt nee, hat auch hier übertrieben Angst, obwohl da halt. Ja, man muss die Strecke. Wusste ich jetzt gar nicht, wie schnell man sein muss. Man muss die ganze Strecke kennen. Ja. Auch oben so viele Linien, ja, so viele Variationen. Also das ist aber mega cool gebaut, finde ich. Fast schön gebaut. Aber man muss das halt kennen. Da geht es links. Es gibt ja hier den Techie-Abschnitt. Alter. Lohnt sich aber eigentlich nicht. Da ist nur so ein kleiner Abhang. Bist du da, Michi Bär? Ja. Bist du da? Ja. Ah, jetzt kommt das neue, also ja, so neu nicht. Das war schon mal. Also das kennen wir praktisch schon. Und hier sind so ein paar Stellen, die so techy sind. Da muss man jetzt mal gucken, bei dem Regen, Nässe, wie das aussieht heute. Ja, man muss durchrollen. Hallo. Hey, diese komischen Geräusche wieder hier, ne? Oh! Oh! Ja, jetzt wird's tricky, ey. Ah, shit! Shit! Oh Mann, ey! Ja, ich hab voll verkackt. Ja, ich bin richtig abgeschmiert. Perfekt. Einfach. Hier musst du den Speed mitnehmen, sonst schafft man das nicht. Ja, ich würde sagen, fahren wir gleich direkt weiter auf die X-Line, ne? Ich hoffe ja schon, dass das so ist. Ja, man muss halt echt schnell sein, damit man nicht so ins Rutschen kommt. Yes! Ja, dauern. Können sich die Reifen mal kurz frei fahren? Aber gut, Steine kommen noch. Oh nee, ey. Enduro Trail. Ah, ich bin nicht auf dem Pedal ordentlich.
So, ich glaube, hier ist jetzt eigentlich alles beim Alten. Kurven. Kuhkacke. Ja, ein paar Kurven. Den hier. Yes, endlich! Oh, da habe ich nie ordentlich geschafft. Also der hätte ich jetzt noch einen Ticken weiter. Aber das Hinterrad war auf jeden Fall mit einer Landung. Da sind wir noch gleich hier. Ich hab gesehen, du bist ja schon wieder gesprungen. Nur ein. Ja, ja, ich hab's gesehen, aber. Ja, dann hab ich gesehen. Nix hier locker runterrollen, ey. Doch, da konnte man sehen alles. Ja. Übrigens, die Baustelle hier ist fertig. Hier ist jetzt alles super fresh, super schick. Das heißt, hier war ja. Ich weiß nicht, ob da vorne sieht das noch ein bisschen der Baustelle aus. Aber. Sieht so gut wie fertig aus hier. Einfach mega schick, mega schön. Hier haben wir tatsächlich noch nie gewohnt. Und ich glaube, das könnte man auch mal machen. Einfach mal hier wohnen statt drüben. So Leute, fix rein hier geholt. Denkt dran, wenn ihr Bock habt, Super Soap von Wushop. 15% Rabatt, da ja 15. Bester Reiniger für mich, den ich bisher hatte. Und bin mega happy damit. Kann ich euch wirklich nur empfehlen, das Ding. Einmal nass machen, drauf sprühen, sauber machen, wieder drüber sprühen, fertig. Und ich überall. Und hier, so. So, ja, das muss auch sauber werden. Boah, der riecht richtig geil. Der riecht wie so frisch gewaschen. So, mit der Rad. Letzte Bank. Das ist übrigens der Bike-Keller hier. Vom Mike Hotel. Übrigens unbezahlte Werbung. Das ist das dritte Mal hier. Weil, uns ist einfach gut gefällt hier. Ist einfach mega. Wir haben hier alles, was wir brauchen. Sehr entspannt. Kleines Hotel, kein Riesending, aber man hat alles, was man braucht. Und heute will ich auf jeden Fall auch mal die Sauna auschecken gehen. Erstmal verletzt, da bleibt ihr aber draußen.